Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 wieder von der Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja diesen schönen Fendt GT gekauft. Echt ein schönes Ding. Den haben wir uns gegönnt. Und mit dem transportieren wir jetzt natürlich leider nicht sach- und fachgerecht die jeweiligen Fleischkisten. Wir haben uns beeilt, ne, um die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Das passt alles. Ist alles feinsäuberlich verpackt. Ne? Der nette Metzger von nebenan hat noch ein paar Kühlakkus mit reingepackt. Vielen Dank nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die Kommentare hier zu dem Fahrzeug und auch zu der Folge natürlich. Und jetzt haben wir hier noch ein bisschen Honig, den wir verkaufen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir als allererstes erstmal das Fleisch hier reinbringen. Das werden wir dann verkaufen. Und ich wollte eigentlich heute mit der Aussaat beginnen von den Kartoffeln, aber das Feld ist noch gar nicht vorbereitet für die nächste Aussaat, ist mir aufgefallen. Denn wir müssen das Feld noch bearbeiten mit einem Grubber, mit einem Pflug, etc. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Wir verkaufen jetzt erstmal die Fleischkisten hier. Zack, die werden instant verkauft. Bringt fast ein Tausender. Ist auch gutes Geld, was wir hier haben. Das Brot ist auch fleißig am Backen. Man hört es vielleicht im Hintergrund so ein bisschen. Und ja, da geht es heute wieder weiter hier mit einer neuen Folge. Am Samstag. Ich wünsche euch allen auch ein schönes Wochenende. Und ja, da werden wir den ganzen Spaß mal verkaufen hier. Und auch den Honig, den wir hier noch stehen haben, den haben wir in der vorletzten Folge, glaube ich, abgefüllt. Und den werden wir dann gleich auch hier im Hofladen verkaufen, weil der Hofladen immer noch das meiste Geld so ein bisschen bringt. Und deswegen machen wir das einfach. Ja, und dann werden wir uns gleich in unseren John Deere schwingen und werden dann gleich noch das Feld vorbereiten für die Aussaat. Bedeutet, wir haben heute ein paar Verkäufe durch Fleisch und auch durch Honig. Und in der nächsten Folge, dann geht es dann endlich los mit dem Anbau von Kartoffeln. Das werde ich dann auch, glaube ich, wieder mit ein bisschen Timelapse vielleicht versehen, weil die Geräte aus dem Grimme-Pack sind nicht gerade groß. Und das Feld, ich weiß gar nicht, wie viel Hektar das hat, müsste ich mir nochmal anschauen. Da dauert das wahrscheinlich ein bisschen zu lang. Ne? Das heißt, da bekommt ihr schon mal so einen kleinen Vorgeschmack wahrscheinlich, je nachdem, wie ich das lösen werde, für die 300. Folge, wo wir nämlich dann hier das große Feld 12 ernten werden mit Raps. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ihr aller Voraussicht nach auch. So, dann machen wir den ganzen Spaß mal fertig hier. Sehr gut. Zack. Das machen wir dann auch nochmal. Dann kriegen wir das nämlich auch mal weg. So. Ja, und die Einnahmen steigen schon wieder. Ne? Ihr seht schon, der Invest bzw. die Investitionen, die wir in das Fahrzeug getätigt haben, haben wir jetzt schon wieder fast komplett raus. Ne, einmal durch den Verkauf von Wein und Brot in der letzten Folge beim hiesigen Pfarrer. Da war auch der ein oder andere lustige Kommentar wieder mit dabei. Ja, ich finde das halt, die Map nach wie vor noch gut. Die macht sehr viel Spaß. Die bietet, wie ihr auch schon geschrieben habt, sehr, sehr viel Abwechslung. Und ich denke, das macht das Ganze auch schon aus. Ne, auch wenn ich jetzt natürlich das Fleisch mit dem Zorn wahrscheinlich des ein oder anderen Zuschauers, ne, wahrscheinlich jetzt zugezogen habe. So nach dem Motto, ey, wie kannst du das Fleisch mit diesem Fahrzeug transportieren? Das ist doch nicht reell. Richtig. Das ist korrekt, aber ich dachte mir, bevor ich zweimal fahren muss, ne, nutzen wir das einfach mal hier. So, jetzt verkaufen wir noch den Honig. Die Behälter bleiben natürlich da, die können wir wieder verwenden. Mal gucken, wie viel wir für den Honig bekommen. Boah, das sind 400 Euro. Huch, den schmeißen wir mal direkt zum Käse. Da haben wir auch noch hier so ein paar Honig-Eimerchen. Ne, die Honigproduktion läuft auch sehr gut. Da können wir das Ganze hier mal abstellen. Dann werden wir jetzt hier auch noch den Honig verkaufen. Und dann werden wir, denke ich mal, so 112.000 wieder haben. Die BGA läuft natürlich auch. Da müssen wir auch mal wieder vorbeischauen. Mit den Pferden wollten wir was machen. Wir wollten den Hof auch noch ein bisschen umbauen. Ne, einen neuen Unterstand hinsetzen. Da kümmern wir uns dann nach der Kartoffelernte darum. Oder eben halt nach der 300. Folge. Weil ich habe mir jetzt noch mal ein paar andere Objekte angeschaut und auch noch ein paar andere Geräte. Pferde wollen wir uns auch noch kümmern. Wir müssen die Tiere auch noch mal versorgen. Aber zu tun gibt es hier auf jeden Fall allemal genug. Und falls ihr euch fragt, was ist das für eine Anzeige hier, die kann man übrigens mit M ausblenden. Das ist die Objektinfo. Ne? Findet ihr auch in der Videobeschreibung in der Modliste, sowie die Hof Bergmann und auch die ganzen Fahrzeuge, die ich hier verwende. Sollte mal irgendwas nicht mit dabei sein, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein, da will ich das natürlich ergänzen. Aber ich meine, es wäre da alles up to date. So. Komm. Fertig.
So, damit sind wir fertig. Das heißt, wir können jetzt rüberlaufen hier zu unserem John Deere. Ich glaube, der steht da hinten an diesem freien Unterstand noch. Und da können wir uns den Kombi-Plow schnappen und werden uns auf das Feld begeben, das für die Aussaat vorbereiten. Und können dann direkt loslegen. Da ist er nämlich. Dem haben wir noch gekalkt. Die Wiese und auch diverse andere Felder noch. Holen wir uns mal den Kombi-Plow. Der müsste, glaube ich, oben sein. Bei dem Kuhstall. Schauen wir auch da nochmal vorbei. So. Sind wir gleich oben angekommen. Heute Abend auch wieder Livestream, DFV XXL. Da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf. Mal sehen, ob der Lona wieder da ist, ob der Ansgar auch wieder vorbeischaut. Weil er macht ja aktuell immer Samstagstreams, wenn er das einrichten kann. Ne, falsche Tür. Da ist der Kombi-Plow. Den brauchen wir. Den können wir bedienen hier mit unserem schönen 7R. Und dann fahren wir jetzt hier mal so rückwärts ran. Wir werden den ganzen Spaß jetzt hier gleich ankoppeln. Da ist er. AGSM Cultiplow Platinum. Falls euch fragt, wo ich das Gerät her habt, ist ein Standardgerät. Ne? Das ist im LS mit dabei. Bei der Grundversion, da braucht ihr auch kein DLC dafür. Und welcher Traktor das ist hier der sogenannte John Deere 7310R aus dem John Deere Pack vom lieben IFCO. Ne? Link auch hier in der Videobeschreibung. Echt ein cooles Pack. Vor allem, der hat hier eine multifunktionale Anzeige. Mit diesem Display hier. Und das kann man sogar noch durchschalten. Ich stelle das jetzt mal auf GPS ein. Wir werden nämlich das Ganze jetzt hier mit GPS abfahren. Nicht mit VCA. Und da muss ich das Ganze erstmal wieder einstellen. Das machen wir hier gleich eben fix. So. Klappen wir das Gerät einmal aus. Stellen dann gleich die Arbeitsbreite ein. Und werden dann gleich loslegen. Ich glaube, das müsste passen. So einigermaßen gerade drauf fahren. Das läuft soweit. Dann gehen wir in das jeweilige GPS-Menü. Ich muss es erstmal einschalten. Das war mit... Boah, Leute. Manchmal bin ich einfach raus. Das ist VCA. Hier können wir durchschalten. Wie schalte ich denn nochmal GPS ein? Bin ich jetzt total lost? Wahrscheinlich schon, ne? Nee. Ach ja, Alt, Links und C war's. So. Ihr seht auch, wenn wir das jetzt hier ausschalten, hier im Display. Jetzt ist es an. Jetzt ist es aus. An. So. Da müssen wir noch ins Menü rein. Das heißt, wir müssen Alt, Links und S drücken. Dann die Breite anpassen. 7,8 Meter hat der Kombi-Plow. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir noch den A-Punkt setzen. Das machen wir mit Alt, Links und E. Oder mit der Tastatur. Dann seht ihr hier so ein A. Ich setze den Kombi-Plow schon mal runter. Beziehungsweise fahre nochmal ein Stück vor. Dann fahren wir ein paar Meter. Und dann drücken wir das Ganze gleich nochmal. Einigermaßen gerade abfahren. Gehen wir mal in die Innenansicht, dann drücken wir nochmal Alt, Links und E. Und jetzt mit Alt, Links und X können wir das Ganze aktivieren. Ihr seht jetzt auch hier, dadurch, dass ich die Breite eingestellt habe, wir sind jetzt auf Current Lane 0, ne? Also auf der, und auf Feld 5 sind wir unterwegs, das seht ihr da auch. Und jetzt können wir hier losfahren und das Ganze dann hier soweit aufbereiten. Ne? Für die Aussaat, für die Kartoffeln. Das machen wir jetzt einfach hier mit dem Kombi-Plow. Ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Und mit dem können wir mit unserem leistungsstarken John Deere hier auf jeden Fall ein bisschen was ziehen. Da seht ihr schon. Wir können mal kurz gucken, ob wir jetzt hier noch die Traktionskontrolle eingeschaltet haben. Haben wir schon. Und so können wir dann jetzt hier die einzelnen Bahnen ziehen und das Feld soweit aufbereiten, damit wir dann in der nächsten Folge uns eine der Saatmaschinen kaufen oder der Kartoffellegemaschinen, ich glaube Legemaschinen heißen die, aus dem Grimme Pack DLC. Und dann werden wir
das Ganze dann auch ready machen. So, ich fahre jetzt einmal vorgewendet. Das fährt man eigentlich immer zum Schluss, glaube ich. Whatever. Die einen sagen so, die einen so. Aber ist ja egal. Wir sehen ja jetzt nichts aus. Bei der Aussaat ist das wohl wichtig. Aber ansonsten können wir das hier ohne weiteres jetzt einfach hier soweit ready machen. Da können wir dann auch gleich die ganzen GPS-Bahnen wieder nehmen. Und dann zeige ich euch dann auch, in welchen Bahnen wir uns immer befinden. Das ist halt immer sehr praktisch. Um das Ganze dann auch mit dem Multifunktional-Display hier von dem jeweiligen John Deere Pack auf jeden Fall dann auch zu nutzen. Wichtig ist, ihr braucht dann noch zusätzlich vom lieben Wupster die GPS-Mod. Die habe ich euch natürlich auch verlinkt in der Videobeschreibung in der Modliste. Und so könnt ihr das Ganze dann auch reibungslos ready machen. Die Spur fahre ich jetzt einfach nochmal manuell ab, ohne GPS. Klar, ich könnte jetzt hier auch reinfahren. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die Spur minus 12, wo wir uns aktuell befinden. Und das seht ihr jetzt hier unten links am Display unter der 7,8 Meter der Arbeitsbreite des Kombiplows. Und so haben wir gleich einfach das Vorgewende fertig und können dann ganz normal die Bahn fahren. Und das Ganze dann fertig machen. Braucht natürlich ein bisschen Zeit, das Ganze. Und da sehen wir auch schon unsere Pferdchen. Weil die müssen wir noch ausreiten. Ach, wir haben so viel zu tun hier. Das ist immer so schwierig. Und ich versuche natürlich auch immer was anderes zu machen in den Folgen. Klar, gewisse Dinge wiederholen sich. Vielleicht gibt es auch nochmal eine neue Version von der Auf Bergmann. Wer weiß, wer weiß. Vielen würde es freuen. Vielleicht noch mit weiteren neueren Inhalten. Mal sehen, ne? Fahren wir nochmal hier so ein Stück zurück. Und setzen jetzt hier auch nochmal an. Senken den Kombiplow schon mal wieder. Dann nehmen wir die Kurve jetzt hier auch nochmal ein bisschen mit. Und dann können wir gleich auf die nächste volle Bahn gehen. Da werden wir dann auch wieder das GPS nutzen. Man könnte GPS natürlich auch mit Vorgewende fahren. Das gibt es auch. Man kann, hat verschiedene Einstellmöglichkeiten bei dem GPS. Ja, das ist nicht zu verwechseln mit dem... mit dem vom Wupster, ach vom Mogli, das VCA, ne? Zwei verschiedene Paar Schuhe. So, dann fahren wir jetzt mal auf die nächste Bahn. Dann aktivieren wir gleich das GPS hier. So, fahren wir in die Bahn rein. Er zeigt jetzt so an, minus 1, ne? Das ist die Bahn, die wir brauchen. Alt, links und X. Dann Tempomat rein, Kombiplow senken. Und dann fahren wir in die nächste Bahn. So, dass wir das Ganze dann jetzt hier auch ohne weiteres dann auch sehr komfortabel quasi losen können. Ja, ihr seht jetzt auch hier die Anzeige. Können wir nochmal drauf. Durchschalten, wenn ihr wollt. Ihr habt verschiedene Sachen, die ihr machen wollt. Ich habe jetzt hier die genommen. Und so können wir natürlich dann auch hier noch ranzoomen. Falsche Tasten kommen jetzt. Ihr seht hier den Arbeitsspeed, in welcher Line wir uns befinden. Ja. Ja. Man sieht hier noch oben rechts, welche Himmelsrichtung wir anfahren. Ist auf jeden Fall echt cool. Und eine gute Sache, wichtig ist, wenn ihr diese Anzeige nutzen wollt mit dem John Deere Pack in Kombination, braucht ihr die GPS-Mod. Die VCA-Mod wird hier nicht angezeigt, ne? Weil das auch wahrscheinlich wieder die eine oder andere Frage aufwirft, kann ich das auch mit der VCA machen? Nein, das wird nicht im Display angezeigt. Ihr könnt es natürlich auch nutzen, klar, ist kein Thema. Bloß die Anzeige funktioniert halt nur mit dem Skript vom lieben Wupster. So, nächste Feld. Ihr seht, minus 2. Ranfahren, GPS aktivieren, Tempomat rein, Kombiplow senken und dann macht er das Ganze hier soweit wieder ready. Bergauf tut das ist natürlich ein bisschen schwer. Ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen tanken und ein bisschen reparieren, das Fahrzeug. Da können wir auch mal so eine Wartungsfolge machen, wo wir mal wieder alles so ein bisschen aufräumen
Ja, der Tag neigt sich auf jeden Fall dem Ende hier auf der Hof Bergmann. 17.30 Uhr haben wir mittlerweile. Wir haben einiges verkauft. Und was wir auf jeden Fall uns holen werden, ist, wir werden uns hier bei der Kartoffeltechnik, da gibt es ja verschiedene Geräte, das sind die Erntemaschinen hier und das sind die Saatmaschinen, die GL32E oder die GL32F, ne? Die werden wir uns dann kaufen. Die haben zwar eine Arbeitsbreite von 1,5 Meter, aber ich wollte sie trotzdem mal zeigen, dass wir dann darauf, auf diesem Feld jetzt hier, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, dann auf jeden Fall auch mal Kartoffeln ausbringen. Ist vielleicht ein bisschen mühselig wegen der Arbeitsbreite. Deswegen werde ich das wahrscheinlich dann auch zusammenschnibbeln. Aber ich lasse mir da auf jeden Fall was einfallen, wie wir das auf jeden Fall anschaulich dann auch hinbekommen. So, jetzt bleiben wir mal hier im Fahrzeug drin, drehen mal. Achtet mal auf die minus 2 unten rechts unter der 7,8 Meter. So. Jetzt geht's in minus 3. Das ist die Bahn, die wir anfahren wollen. Das ist diese hier. Das heißt, er rechnet auch automatisch weiter, ne? So. Da will er hier alles rein. Tempomat rein, Kombiplow senken und dann ist er wieder automatisch auf Kurs. Ich finde es echt eine coole Geschichte. Hier soll dann nochmal irgendwann eine zweite Version kommen von dem John Deere Pack, wo dann auch Simple IC noch mit reinkommt. Vielleicht das ein oder andere Fahrzeug, vielleicht auch einen ganz normalen Drescher vielleicht. Wir haben ja hier bei dem John Deere Pack, das können wir uns mal auch ganz kurz anschauen, haben wir die gesamte 6M, 6R-Reihe, neu, alt, bis zum 8R hoch. Dann haben wir noch den schicken Häcksler, den haben wir auch noch nicht. Wir haben noch keinen eigenen Häcksler. Das wäre auch nochmal so ein Ding, den wir uns irgendwann vielleicht auch nochmal kaufen könnten mit diversen Frontgewichten, Hauer Frontlader, die speziell anpassbar sind. Ne, dann haben wir hier noch hier so einen, diesen Feldhäcksler. Ne? Also viele, viele coole Sachen auf jeden Fall, die wir auch dran bauen können. Viele coole Anbaugeräte, die natürlich auch sehr, sehr detailliert dargestellt werden. Also was für die Komplexibilität und die Einstellungsmöglichkeiten angeht, finde ich, aktuell ist es das beste Pack, meiner Meinung nach, an Fahrzeugen. Ne, ich bin jetzt hier kein John Deere Fanboy oder so, ne? Nicht, dass das die Leute wieder falsch in den Hals kriegen und sagen, ah, oh, Fan führt und so, ne? So ein Fanpack in der Variante wäre auch nicht schlecht. Jetzt sind wir mal kurz auf die fünfte Bahn gekommen, jetzt gehen wir mal wieder auf die vierte. Wir werden das Ganze hier ausrichten. GPS wieder aktivieren. Kombiplow runter und dann fahren wir jetzt noch die ganzen Bahnen ab. Das ist natürlich noch einiges zu tun, was wir hier haben, aber nichtsdestotrotz ist das immer eine Arbeit, die natürlich gemacht werden muss. Der Kombiplow braucht eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viel PS braucht der denn normalerweise? Ist eigentlich in der Kategorie Tiefenlockerer. Der braucht, guck mal, der braucht 420 PS. Der 7R hat jetzt wie viel PS? Wir gucken mal. Wie viel hat er? Wir haben ja die stärkste Motorisierung. 352, okay. Ist vielleicht ein bisschen wenig, vielleicht hätte man den Klaas nehmen sollen. Aber er macht auf jeden Fall dort seine Arbeit. Und das macht er auch ganz gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, davon haben wir ein Stück vergessen. Das können wir dann im Nachgang vielleicht nochmal drüber fahren. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu früh ausgehoben hier den Kombiplow. Wäre wahrscheinlich schneller gegangen, wenn wir jetzt hier den Klaas genommen hätten. Aber mit der John Deere, der zieht das auch ohne weiteres. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Geschwindigkeit, wie man es mit dem Klaas hätte machen können. Aber das eine tut ja jetzt nichts zur Sache. Heben wir das Ganze mal aus. Fahren in die nächste Bahn rein. Ja, dann sind wir schon wieder fast fertig. Ne? Die Hälfte des Feldes haben wir jetzt ready. Runter mit dem Spaß. Und so fährt er dann einsam seine Runden. Ne, die Funktionen sind auch noch cool. Man kann nämlich diese Baken hier auch noch ausklappen mit der Taste M. Und wenn man dann noch Licht an hat, seht ihr, ist das auch mit beleuchtet. Und sobald man die einklappt, gehen auch die Lampen aus. Finde ich zum Beispiel auch ein cooles Detail. Ne, man hat hier noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Kennt ihr wahrscheinlich auch diese LED, diese LED-Lichter. Die sind auf jeden Fall auch nochmal recht cool. Auch dieses Tagfahrlicht, was wir hier haben. Ne? Können wir noch zuschalten hier. Sieht schon sehr, sehr, sehr nice aus. Also viel, viel Liebe zum Detail auf jeden Fall in diesem Pack, was da drin steckt.
So, Bahn 5 sind wir. Ich hätte mal so, ja, so vier Fahrten rauf und runter bauen wir, glaube ich, noch. Wir sind weitergefahren. Viele lassen auch eine Bahn aus und fahren dann in die nächste Bahn, sodass dann der Lenkradius ein bisschen geringer ist. Ja, da muss ich auch nochmal rüber gehen. Ist auch nicht ganz sauber gewesen. Habe ich ehrlich gesagt echt gar nicht drauf geachtet, ne? Dass die PS wahrscheinlich nicht ausreichend für das Fahrzeug hier. Aber sei es drum. Die Kartoffel, das wäre, glaube ich, eine Nachtschicht, glaube ich, hier. Weil da werden wir definitiv länger brauchen. Vielleicht setze ich sogar zwei Geräte ein. Da können wir noch ein bisschen CP vielleicht nutzen. Dass wir dann auf zwei unterschiedlichen Kursen unterwegs sind. Das wäre vielleicht auch nochmal was. Ich weiß nicht, ob das auch mit Saatmaschinen geht. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Videobeschreibung rein. Weil da könnten wir schon mal so einen kleinen Kombikurs machen. Dass wir einmal ein Fahrzeug mit CP losschicken und ich mache das auf der anderen Seite. Da hätten wir dann auch ein bisschen mehr Action hier auf dem Feld. So. Bitte fahren Sie los. Da fährt er. Tut sich halt ein bisschen schwer, ne? Aber nichtsdestotrotz bekommen wir das auf jeden Fall hin. Und ich würde sagen, liebe Freunde, ich mache das jetzt in Ruhe hier nochmal fertig. In der nächsten Folge geht's dann los. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu rein, ob wir hier vielleicht so einen Doppelkurs als Aussaat machen sollen. Das würde ich dann noch ein bisschen schick zusammenschnippeln. Oder eben halt in der Folge dann ja, ganz normal wie ein Let's Play laufen lassen. Müssen mal gucken, wie wir es machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche noch ein wunderschönes Wochenende und sage mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.